Jo, da ist so schönes FNF 2000 Green Skull. Ja, ihr seht sie schon in meiner Hand. Oh, die ist einfach nur fantastisch. Auf dem Body sind Totenköpfe übrigens. Ich hätte jetzt die eher zu Halloween oder sowas reingeladen, keine Ahnung. Aber na schön, von der Form her ist nichts anders. Naja, dann wäre es auch nicht ein FNF 2000. Auf jeden Fall, was ganz geil daran ist, und zwar, ihr seht da rechts, über dem Magazin, da nochmal schön zu sehen, seht ihr einen Totenkopf, denn ist da nochmal im Visier ein Totenkopf gleich drinne. Der Body ist dann komplett grün und es leuchtet ganz schnell. Also es hat so ein Design, das ist so leicht glitzert. Ihr seht es vielleicht jetzt, schaltet also mal auf AD um oder sowas. Je nachdem. Es sieht anders, also es hat so ein schimmerndes Design, das finde ich richtig gut gemacht. Besonders, dass da oben dann GS steht, also GS, wenn man eingetötet hat. Da oben seht ihr es nochmal. Die Form ist nicht wirklich anders. Aber man sieht sehr gut da oben. Da GS. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Man bekommt sie aus Zombie Mode. Ich kann euch nur empfehlen, die neue Map zu spielen, Krater. Denn das lohnt sich echt, auf der zu spielen, besonders bis zum 27.09. glaube ich war das jetzt, dass man dann 5 Boss Crates bekommt, also 5 diese Megalon oder wie auch immer halt. Boss Crates bekommt man für 10 Mal, wenn man den Zimmer besiegt hat, dann hat man ja noch 2 extra, also bekommt man insgesamt 7 daraus, auf jeden Fall. Das lohnt sich nur für euch. Macht das einfach mal bis zum 27.09. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es müsste so ungefähr sein. Die Reload-Time der FNF 2000 Green Skull ist 2,2 Sekunden. Sie hat zudem einen Bonus, also anstatt der normalen hat sie 35-205 Munition. Ich weiß jetzt nicht, ob es schnelleres Reload hatte, aber auf jeden Fall, es scheint mir hier ein bisschen schneller zu sein. Ich weiß es nicht. Genau, präzise ist sie auf jeden Fall, das kann ich nur sagen. Sprayen tut sie wirklich sehr, sehr gut. Ich muss schon sagen, das macht wirklich Spaß, mit der allgemein zu spielen. Das wäre jetzt einfach mal dran. Auf jeden Fall, man kann mit Rechtsklick noch ranzoomen. Zack. Ja, schön pixelig. Dankeschön. oh, die Hahnsaugen ist darauf geschafft. Okay, dann will ich mal schauen, ob ich hierdurch auch noch einen Kill bekomme. Auf jeden Fall, auf den Kopf macht sie an die 99 bis 100 Damage. Also auf Long Range jetzt, bis Close Range. Auf Close Range auf den Körper macht ihr 34 bis 36, auf den Fuß macht die 21 bis 35 Damage von der Close Range. So, auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall Zombie Mode zu spielen, denn man gewinnt immer da was aus. Wenn es Hypomane, das ist die alte, was es gibt, ja. Oder Name Cards oder Spray. Ach Gott, das finde ich so nervig. Auf jeden Fall, naja, es macht auf jeden Fall einen geilen Spaß, mit Freunden da rumzuzocken. Also, jetzt hier und dann alle gleich. Ich, wenn ihr das alle öffnet, das ist einfach nur geil. Ich liebe das. Auf jeden Fall, vom Gewicht her, sie fast genau wie die M4. A1, eine normale. Lol. Und ja, also von der Ranger, die geht bis keine Ahnung wie weit. Auf jeden Fall, auf die Range geht natürlich auch die Power nicht da, die ist niedriger. Und was ich noch zu der FNF 2000 sagen kann, ist, dass das einer meiner Lieblingswaffen ist. Besonders, dass sie so genau ist, finde ich so geil. Ich liebe einfach nur, wie sie beim Nachladen das wegwirft. Es lohnt sich so, dass, darum zu zocken, denn man kann nur was aus den Zombie-Mode-Crates bekommen. Sondern auf dem Boss Crate, dafür lohnt sich für diese Waffe. Die Tamer genau, präzise und besondere Merkmale an dieser Waffe sind einfach nur geil. Das ist, der Skin ist einfach nur so Hammer. Ich könnte jeden Tag mit der am liebsten zocken, man bekommt die aber durch den Zombie Mode nur 7 Tage und man kann die auch kaputt machen und dadurch mehr GP bekommen, würde ich euch eigentlich auch nur raten. Denn diese 7 Tage gehen schnell vorbei, ihr solltet das auf jeden Fall jeden Moment damit festhalten, so wie ich. Ich grabte das auf Ewigkeit. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, es macht so heilen Spaß, damit zu spielen. Holt sie euch. Lohnt sich nur. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut noch andere Reviews. Es kommen noch weitere über den Patch. Und tschüss.